Good morning in the morning. Ich bin Frick Dente und wir sind wieder bei Zoo 2. Und das hier wird ein Erklärvideo. Ich erkläre ein bisschen alles mit der Gemeinschaft, mit dem Club, welche Aufgaben, Funktionen und so man hat. Und das gucken wir uns zusammen heute alles an. Übrigens bekomme ich hier 2 Diamanten. Das heißt, die werde ich direkt für unseren Club auch spenden. Ne? Passt ja dann perfekt. So, erstmal die ganze Werbung wieder wegklicken. Übrigens, dieses Video wurde gestern aufgenommen. Ihr seht es heute. Es wurde gestern aufgenommen, weil heute bin ich auf Lost Place Tour. Und das Ganze könnt ihr immer auf meinem Instagram verfolgen. Wir sind heute in einem, ich glaube, Kernkraftwerk oder Kohlekraftwerk. In irgendeinem Kraftwerk sind wir unterwegs. Wer sich für sowas interessiert, das ist so ein bisschen Abenteuer, folgt mir einfach auf Instagram. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe einmal den Gaming-Instagram und einmal den Abenteuer-Instagram-Account. So, ich mache mal eben hier Platz und dann fangen wir direkt an. Zack, 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 Crazy Duck. So, und dann gucken wir mal, ob die Züchtung was geworden ist, bevor wir anfangen. Wieso ich heute zu diesem Thema komme? Ganz einfach, wir haben ein neues Mitglied und es hat gefragt, wie funktioniert denn das alles? Kennt sich da gar nicht aus. Und wir hatten auch gestern schon jemanden neuen. Ja, Level 6 Hase, aber leider kein schwarz-weißer. Level 8 Pferd und sogar ein schwarzes, sehr gut. Ich habe nämlich extra tiefere Level gezüchtet, weil ich die Farben hochleveln will. So, passt nicht rein, gut. Gut, naja, kann man nichts machen. Gut, gut, gut. So, müssen wir erstmal das Pferd reintun, weil sonst vergesse ich das. So, und ich würde sagen, ne, das ist schon Level 8. Upsi. Was ist das hier? Level 4 Pferd kommt weg. Und dafür das Level 8 Pferd rein. So, den Hasen brauchen wir jetzt nicht reintun, weil der ist nicht bunt geworden. Ein bisschen schade ist, ne? Na gut, kann man nichts machen. So, jetzt sind wir wieder im Clubhaus. Also wir hatten gestern schon jemanden neuen drin. Der hat allerdings nicht gespendet. Hat gesagt, er spendet am Ende. Und dann war es am Ende und hat immer noch nicht gespendet gehabt. Das ist natürlich nicht von uns so gewollt. Die Plätze sind extrem teuer. Wir spenden da extrem viel. 400 Diamanten für den nächsten Platz, ne? Das ist, ja, das ist viel Geld. Für dieses Spiel, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, da sparen wir sehr lange dran, opfern unsere Diamanten. Oh, ne, ich hätte einfach hier 2. Mehr habe ich ja eh nicht. So, 2 Diamanten gespendet. So, raus damit. So, wir gehen jetzt aber von Höckchen. Moment. Erstmal. Das hier ist das Clubhaus. Ja, der erste Reiter hier, das ist einfach nur zum Drehen, zum Umstellen und so, ne? Das kennen wir ja. Dann hier. Damit geht man ins Clubhaus und dann ist man hier schon. Wir sind 9 von 9 Leute. Teilgenommene Wettbewerbe. Ah, okay, man sieht hier, 28 Wettbewerbe haben wir gemacht. Wir sind ein deutscher Club und wir sind Level 4 auf den, oder ne, wir sind Level 4, ja, auf dem Weg zum Level 5. So, Clubhistorie, ist auch ganz cool. Da kann man nämlich sehen, wer hat eigentlich wie viel gespendet, ne? Kann man dann auch hier zur Seite gehen, dann sieht man ältere Daten. Ne? Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dann Spendenverlauf ansehen. Da können wir auch ganz genau sehen, hier, ich habe ja 2 Diamanten gespendet. Blattfee 5000, Blattfee 25.000, Kamikaze-Ente 50.000, Kamikaze-Ente Spendenaktion gestartet. So, ne, da sieht man, wie man, ja, wer wie was spendet. Hier könnten wir eine Beschreibung reinmachen. Gut, ist jetzt bei 9 Leuten. Wir sind eh direkt voll. Das ist, braucht man nicht. Ne? Das ist jetzt, sieht eh kein Mensch. So, das hier oben, das ist der Chat. Was ich nicht verstehe, man muss immer nach, also meistens fängt er irgendwie oben an, dann muss man nach unten scrollen. Super, danke dir. Bin schon gespannt darauf. Achso, hier habe ich gesagt, ich nehme das mal als Thema im nächsten Let's Play. Da gehe ich mal so Sachen durch. So, hier hat man so kleine Emotes. Die kann man posten, ne? Die kann man auch freischalten mit einem höheren Level. Dann mache ich jetzt einfach mal hier ein Schwein. Zack, ist das Schwein auch im Chat.
Also hier ist einfach nur zum Chatten. So, hier sieht man, was für einen Wettbewerb wir uns ausgesucht haben. Ja, da sieht man auch hier, wie viele andere Clubs machen schon bei diesem Wettbewerb mit. Umso schwerer der Wettbewerb, umso weniger Leute machen mit. Das heißt, wenn wir uns ein schweres Tier nehmen, dann ist es auch leichter, einen höheren Platz zu bekommen. Wir haben jetzt hier die Pandas genommen. Da hatte ich so viele Pandas, konnte ich so viele Karten spenden. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Hier oben, das zweite dann, da sehen wir Aufgabe und Belohnung. Dann kann man auch hier raufgehen auf das I und dann sieht man, wie viel Platz man braucht für welche Belohnungen. So, gehen wir aber wieder raus und Karte geben hier unten. Wenn man keine Tiere gezüchtet hat, kann man halt auch für Geld, ne, Karten geben. Kann man sozusagen kaufen, Karten geben. So, 310 Punkte, zack. Jetzt kann man hier gucken, wer hat denn eigentlich schon gespendet? Und da habe ich nämlich schon eine Person, die uns wahrscheinlich bald verlassen wird. Also nicht die Sophia, ne? Sophia, die hat zwar wenig gegeben, aber das kommt bestimmt noch. Jemand anderes, der die letzten Male immer sehr, sehr wenig sich beteiligt und so. Da muss ich gucken, wie das Ganze ist, weil, wie gesagt, die Plätze sind leider so teuer und es wollen so viele Leute rein. So, gehen wir mal wieder da raus. Hier oben kann man dann zum Beispiel sehen, auf welchem Platz sind wir eigentlich, ne? Das ist jetzt erster Platz. 65.000, ja. Kann man machen, muss man nicht. Wir gehen dann hier auf. Oh ne. Sind wir auf dem 227. Platz? Ja, da muss noch. Da muss noch was passieren. Also das ist wenig. So. Hier auf dem Spendending waren wir ja schon. Also ich kann hier so Spendenaktionen starten. Aber das hier ist unverschämt teuer. Also plus 2% Zuchtchance für 2 Tage für 750.000 Münzen. Also die 2%. Also, ja, da fällt mir nichts zu ein. Finde ich ein bisschen sehr heftig. Oder hier 2000 Diamanten. 2000 Diamanten. Finde ich unverschämt. Also das geht gar nicht. Das machen wir auch nicht. Wir spielen halt die Plätze frei, damit wir mehr Mitspieler kriegen können. So wie hier. Und diese 5% Erfahrung, die machen wir auch immer. Ne, da kann man wahlweise immer ein bisschen was spenden. Da habe ich jetzt 50.000 gespendet, Blattfee 30.000. So, dann hier. Hier sind die Mitglieder. Und hier sieht man auch, wer was gespendet hat. Seit dem 31.03.2020 habe ich 500.000 gespendet. Dann kommt die Britta, ne, und hier Blattfee mit 200.000. Und hier kann man halt gut sehen, wer wenig spendet oder gar nicht spendet. Ne. Hier sind, glaube ich, welche noch gar nicht mit drin. Muss ich nächste Mal leider mal richtig gucken. Weil, ja, also man sollte schon im Verhältnis zu den anderen, jetzt nicht unbedingt so wie ich, aber hier wie Blattfee oder so, sollte man vielleicht schon mal mitspenden. Man profitiert ja auch davon. So, das nächste, da sind dann Bewerbungen drin. Hier ist noch der David mit einer Bewerbung. Das können wir uns mal angucken. David hat hier geschrieben: Hallo Kamikaze-Ente, ich finde dich cool. Dürfte ich bei eurem Club beitreten? Ja, das Problem ist halt, ja, kein Platz, ne? Kein Platz. Dabei sind 9 schon viel, ne? Also es ist schon relativ viel. So, jetzt gucken wir weiter. Ich weiß gar nicht, was ist das? Das ist Clubsuche, ne? Da kann man. Gut, aber ihr sollt ja bei uns bleiben. Also die, die bei uns sind, sollen bei uns bleiben. Für alle anderen, die einen Club suchen, können dann natürlich hier, ne, Deutsch, ne, kann man die Sprache eingeben. Und dann kann man einen Club suchen. Leider kann man da nicht mehr Parameter eingeben. Finde ich ein bisschen schade, weil hier 1 von 3, 2 von 3. Also so gibt es hier keine großen Clubs. Sind alles nur so Babyclubs. Ja, also, ne, da seht ihr, also wir mit unseren 9 Leuten, das ist schon ein echt großer Club. Ja, das sind alles nur kleine Clubs. Ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die
gerne in einen großen Club rein wollen würden. Deswegen, Leute, wenn ihr in einen Club, in einen großen Club kommt, dann spendet auch dementsprechend mit. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man einen großen Club kriegt. So, was ist das? Das weiß ich selber nicht. Das ist, glaube ich, eine Rangliste. Stefans Top Zoo. 14 Mitglieder. Ist das das Höchste, was man kriegen kann? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind auf dem 959. Platz. Oder was? Ne, 4. Was bedeutet das denn? Also da Club-Bestenliste. Aber wieso 4? Warum 4 am Ende? Also da bitte mal in die Kommentare schreiben. Wir sind auf jeden Fall, das scheint ja hier die Weltrangliste zu sein, sind wir auf 959, was ja sehr krass ist. Ne, also finde ich, ja, ist schon enorm. Ja, nur ich würde gerne mal wissen, was die 4 bedeutet. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal was zu schreiben. So, haben wir noch irgendwas? Hier einkaufen. Das funktioniert nicht. Aber ich habe gesehen, hier beim Einkaufswagen gibt es ja den Club. Ich weiß nicht, ob es diesen Job nur gibt, wenn man in einem Club ist. Könnte ich mir aber vorstellen. Und dann kaufen wir jetzt erstmal hier, weil es gibt ja Punkte. Ist aber leider alles, also nicht alles, sehr viel mit Diamanten. Das, was mit Münzen ist, das werde ich jetzt kaufen. Ja, das meiste habe ich schon gekauft. So, jetzt gucken wir hier weiter. Ja, eine Bank brauche ich nicht. Was soll ich mit Bänken? Also Leute sollen nicht sitzen, die sollen rumlaufen. Was ist das hier? Eckfahne. Nee, ich brauche keine Eckfahne. Ich brauche auch kein Tor. Ich will kein Fußball. Kann man ein Fußballfeld bauen? Also wie doof ist das denn? Also ich will doch kein Fußballfeld hier bauen. Wer ist da? Von den Entwicklern ist da aber wohl einer Fußballfan, wa? So, wir kaufen jetzt wirklich hier alles, was noch geht. Ich hatte das zwar schon mal gemacht, aber ich vermute mal, weil ich seitdem auch ja, ein, zwei Level wieder gemacht habe, kann ich jetzt wieder Sachen kaufen. So, jetzt gucken wir noch hier rein. Hier gibt es aber auch nichts. So, da empfehle ich auf jeden Fall reinzugucken und die Sachen zu platzieren, weil die Punkte kann man immer gut gebrauchen. Und übrigens, apropos Punkte, wir sind wieder kurz vorm Level up. Dann sind wir auf Level 60. Ne? Gucken wir mal eben. Zack, zack. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffen werde. Deswegen brauche ich eigentlich hier jetzt nicht groß weiter gießen und so. Ich mache das mal ganz eben, ganz kurz. So. Zack, 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 zack. Lalala. So. Hier mal eben. Guck mal, mein Geld schrumpft immer weiter, ne? Das Geld schrumpft und schrumpft. Das, also, ich war bei 2 Millionen, jetzt habe ich einfach nur noch ja, ein bisschen mehr als 1 Million. Hier ein bisschen Geld sammeln. Ist halt, wenn man auch viel spendet und so, ist das ein bisschen schwer. Jetzt habe ich noch die Blumen gekauft und so. Ja, kann halt nicht alles haben. Und ich muss ehrlich gestehen, in letzter Zeit komme ich nicht mehr so häufig dazu, ins Spiel reinzugehen, um Geld zu sammeln. Das habe ich ja sonst immer gemacht, ne? So 4-5 Mal am Tag ins Spiel zu gehen und Geld einsammeln. Also wirklich nur Geld einsammeln. Vielleicht, wenn ich noch kurz Zeit hatte, auch mal ganz kurz gießen. Das geht ja auch relativ schnell. Aber dann sonst auch nichts. Ne? Sonst auch nichts. Gestern habe ich das erste Mal seit langem wieder allen Leuten geholfen aus meiner Liste. Da muss ich auch mal gucken. 30.04. Das ist ja heute. Das ist ja heute. Okay. Also ganz aktuell hier. Ganz, ganz aktuell. Ja, also ich habe, die Leute sind echt lieb, die 30 dafür, hallo, oh Gott. Ja, es tut mir dann richtig leid, dass ich so selten, was ist das denn jetzt? Geschenk? Level 60! Ich habe es doch geschafft. Tja, ich weiß nicht, was soll ich denn hier nehmen? Ich nehme jetzt hier die Palme, ich weiß auch nicht warum. Wow!
6 Kisten. Ja, mega, 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 mega. Ja, das machen wir natürlich. Uff. Uff. Machen wir das uff. So. Das ist ja sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, aber irgendwas freigeschaltet. Was kommt mit Level 61? Es kommen gar nicht mehr so Tiere und so, irgendwie habe ich das Gefühl. So, 6-mal, okay, seltene Truhe ist jetzt nicht die Megatruhe, aber wir können ja mal gucken. Haben wir schon lange keine mehr aufgemacht. Vielleicht gibt es ein paar Blumen. Einen Hasen brauchen wir auch nicht. So, hier fliegt die ganze Zeit eine Fliege. So, das war jetzt nicht so die tolle Kiste. Gucken wir mal weiter. Komm. Ey, diese Fliege. Die tut es beschwören, dass ich sie... Warte mal, Patrick muss ich mal eben anklicken. 22.04. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist auch der, der nicht mehr so überaktiv in, im Zoo ist bei uns hier. Ja, da muss man gucken. Vielleicht wird da mal bald ein Platz frei. Ich behalte das im Auge. Und sobald ein Platz frei ist, nehme ich natürlich auch wieder eine Bewerbung an. Also lohnt sich eigentlich immer, eine zu schicken. Hier, 3-mal Blume. Sehr schön. Das freut mich. Blumen freuen mich. Kann man immer gut gebrauchen. Boah, das wird ein langes Let's Play. Fällt mir gerade auf. So. Und dass ich das Level abgemacht habe, ist natürlich ein bisschen doof, weil es sollte eigentlich ein Clubhouse-Tutorial werden. Gut. Ist, wie es ist. Dann ist das Level-Up halt versteckt hier drin. So. 2 Blumen, sehr schön, sehr schön. Das war's, ne? Das sind die Blumen gewesen. Ja, jetzt hier noch das Geld, hier das Geschenk und da oben einmal gießen, dann war es das. Und wer mehr sehen will, kann ja auch mal gucken nach alten Videos hiervon. Ich habe ja schon viele, viele Videos gemacht. Ich glaube mittlerweile 60 Videos. Ne? Oh, das sind ja pro Level ein Video. Könnte man sagen. Ne, könnte man nicht sagen. Das ist so. Für jedes Level ein Video. Ist gar nicht so viel eigentlich. Ne? Kann man machen, muss man nicht. So. Zack, zack, zack. So. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin raus. Schaut in die Endcard. Ciao.